Das war ein Mann, der sozusagen ein Schafshirte war. Also den ganzen Tag von morgens bis abends mit den Schafen und so weiter. Und am Morgen und am Abend, wie ihr wisst, werden diese Schafe gemelken. Und er und seine Frau und seine Kinder und seine Eltern, alle waren abhängig von dieser Milch. Also sie hatten nichts anderes zu essen und zu trinken, außer diese Milch. Und es war bei ihm eben so, dass er tagtäglich am Morgen und am Abend diese Schafe gemolken hat und dann seiner Familie zu trinken gegeben hat. Angefangen bei seinen Eltern. Denn dieses handelt eben um dieses Birr, um diese Güte zu den Eltern. Und an einem Tag war es einfach so, dass er, sagen wir mal, sehr weit weg war mit seinen Schafen und deswegen zu spät nach Hause gekommen ist. Und als er dann die Schafe gemolken hat, haben seine Eltern schon geschlafen. Dann kam er mit der Milch zu seinen Eltern und hat gesehen, dass die schon schlafen. Und natürlich seine Frau und seine Kinder, die wollen alle ihre Milch. Er war sowieso schon zu spät und alle sind hungrig und erwarten jetzt, dass sie gespeist werden. Erwarten jetzt, dass der Vater ihnen oder der Mann ihnen was von der Milch gibt. So wie es auch überliefert wird, dass die Kinder schon geweint, geschrien haben vor Hunger und der Vater immer noch gesagt hat und immer noch fest darauf beharrt ist, dass keiner trinkt, bevor nicht meine Eltern getrunken haben. Hier ist er dann, wurde ihm gesagt, dann weck sie auf, damit sie halt trinken, damit dann deine Kinder und deine Frau trinken können. Jedoch hat er gesagt, oder hat er es gehasst, dass er sie jetzt aus dem Schlaf reißt, nur für diese Milch. Und so ist er, wie es überliefert wird, die ganze Nacht neben ihrem Bett stehen geblieben mit der Milch, sodass er wartet, bis die Fajr aufgewacht sind. Und dann hat er ihnen zu trinken gegeben und dann seiner restlichen Familie zu trinken gegeben. Hier sagen wir erstmal, dass in unserer jetzigen Scharia, in unserer jetzigen Gesetzgebung, hätten wir gesagt, okay, in diesem Fall, was hätte man machen sollen oder was hätte man machen können? Ja? Den Kindern ein bisschen Milch geben können und für die Eltern was aufheben. Aber wir wissen nicht, wie die Scharia, wie die Gesetzgebung zu der Zeit vor dem Propheten a.s.w., zum Beispiel wenn diese Zeit von Beni Israel war, ob es da so war, dass die Eltern noch mehr von einem abhängig sind oder dass man noch mehr für die Eltern verantwortlich ist als zum Beispiel für die Kinder. Oder wir sagen, dass es bei Kindern manchmal so ist, dass sie gar nicht merken, wenn sie satt sind, sondern die essen und dann gibt man ihnen nochmal, dann essen sie nochmal und dann essen sie nochmal und so weiter und dann machen sie das ganze Essen oder vernichten sie das ganze Essen sozusagen. Und dass sie dann die ganze Milch getrunken hätten und für die Eltern nichts mehr übrig geblieben wäre. Hier, um was geht es? Hier geht es um die Güte zu den Eltern und dass man nicht ungehorsam ist gegenüber den Eltern. So wie Allah subhanahu wa ta'ala uns gebietet oder befiehlt, dass wir die Eltern gut behandeln, auch wenn sie uns immer aufrufen oder immer bekämpfen, dass wir Allah etwas beigesellen, dass wir Kufr oder Schirk machen. Ja, dhakira al-ashab, kum mutaaddiban.